Dr. Iris Filzwieser, General Manager von MedUp und Präsidentin vom ACR. Die MedUp GmbH optimiert in der Kupfermetallurgie und entwickelt neue Verfahren für Recyclingtechnik. Gegründet haben mein Mann und ich, weil wir uns als Spezialisten in dieser Branche gesehen haben und weil wir damals drei kleine Kinder hatten und überzeugt waren, dass wir uns so am besten verwickeln können. Immer so um die 50%. Ich glaube, im Prinzip ist es das tägliche Vorleben. Wir haben ein Management-Team, das 50-50 ist. Wir haben ein erweitertes Management-Team, das 50-50 ist. Wir haben viele Technikerinnen im Betrieb und ich glaube, das gesamte Klima sorgt dafür, dass wir sehr gerne auch von Frauen angefragt werden für neue Jobs. Die Urban Gold GmbH hat sich spezialisiert auf Recyclingtechnik. Es ist ja immer mehr herausfordernd, die ganzen Reststoffe, die anfallen. Und wir haben neue Verfahren entwickelt, um Elektronikschrott zu recyceln. Jetzt geht es auch um Lithium-Ionen-Batterien, um Photovoltaik. Und da sollen die Wertmetalle daraus wiedergewonnen werden. Ja, wir beschäftigen uns ganz speziell momentan damit, in Österreich eine erste Pilotanlage zu installieren. Dass man sein eigener Chef ist, dass man alle seine Ideen verwirklichen kann und dass man selbst verantwortlich ist dafür. Also ein Patent ist die Querströmung in der Elektrolyse, ein anderes Patent ist ein neues Kühlverfahren in der Schmelzmetallurgie. Gekommen ist es dazu, dass man ja bei Kundenbesuchen immer wieder sieht, was zu optimieren ist und was zu verbessern ist. Und mit unserem wissenschaftlichen Background, den wir von der Uni haben, können wir in dieser Kombination neue Verfahren entwickeln. Ich versuche, die KMU-Landschaft im Austrian Cooperative Research zu vertreten. Die Institute haben sich ja spezialisiert darauf, vor allem Forschung und Entwicklung für KMUs anzubieten. Und ich versuche da einfach das Gesicht dafür zu sein und das auch ein bisschen medial bekannter zu machen. Durch Glück und Zufall, also es war nicht geplant. Es war eher Zufall. Ich habe zuerst ein Gymnasium besucht, das hat mir nicht so gefallen. Habe dann durch einen Eignungstest erfahren, dass ich technisch talentiert bin. Habe so die HTL besucht. Wollte dann etwas studieren, was meine Kollegen nicht studieren. Deshalb bin ich auf die Montanuniversität gekommen. Habe dann, dadurch, dass ich schon Kinder gehabt habe, eine Dissertation angeboten bekommen und habe einfach entschieden, es ist einfacher, auf der Uni eine Dissertation zu schreiben, mit drei kleinen Kindern als gleich in die Industrie zu gehen. Also sehr viel durch Zufall. Ich glaube, es braucht einmal ganz unbedingt den privaten Rückhalt. Also ich bin der Meinung, das Hauptproblem ist, wenn ein junges Mädchen heute sagt, es will Mathematik, Physik oder etwas Technisches machen, dass das private Umfeld schon sagt, oh, bist du sicher, so was Schweres willst du machen? Meine Erfahrung hat gesagt, alle Mädchen, die auch von zu Hause aus unterstützt werden, das zu verwirklichen, was sie wirklich gerne tun, haben einmal die besten Voraussetzungen, auch in die naturwissenschaftlichen Berufe zu gehen. Plus ist es ganz wichtig, dass wir als Role Models auftreten und auch zeigen, dass das ein super Job ist, dass man da alles vereinbaren kann, dass das interessant ist und dass es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt, warum wir überhaupt so ein Gender-Thema haben.